So. Weizensamen, wie sieht denn das Weizenfeld aus? Das wächst, das wächst, das wächst. Mit Ö. Den Weizen weg. Planken tun wir mal hier rein. Dann habe ich noch irgendwo Batzen an Erde. Das nehme ich jetzt mal alles mit. Batzen an Erde. Granit. Keine Erde. Komm mal, du strickst mich Brötchen. Ah, schönes Mettbrötchen. Schaufeln sind da. Okay. Zurück zu unserer Bastelstelle. Das müsste hier gewesen sein. Genau. So. Ey, weg da! Die natürliche Enge. Nehmen wir das als Grenze. Bis hier machen wir alles voll. Und klatsch, 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 klatsch. Klapp, 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 klapp. Klapp, 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 klapp. Klapp. Gerade Linie. Klapp, 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 klapp. Wir sind doch hier nicht bei einem diesen, von diesen wilden Videospielen, wo es Rundungen gibt. Und spitze Winkel. 90 Grad Winkel, das ist das, was die Welt braucht. Und 90-Grad-Winkel und Würfel. Gründen wir eine 90-Grad-Winkel-Partei. Die Würfelpartei, das klingt besser. Die Würfelpartei. Es darf nur noch Produkte in Würfelform geben. Selbst der Planet Erde muss so weit terraformt werden, bis die Erde ein Würfel ist. Wenn Aliens dann unseren Planeten finden, die würden echt staunen. Ein eckiger Planet. Nix oval und rund, eckig. Glaubt ihr eigentlich an Außerirdische? Oder glaubst du an Außerirdische?
Ich selbst denke, ja, es gibt Außerirdische, aber wenn die Kontakt mit uns haben wollen würden, dann hätten die das schon längst gemacht. Ich denke, wenn es Außerirdische gibt, die durchs All reisen können in entsprechender Geschwindigkeit, dann wollen die momentan noch überhaupt nichts von uns. Oder die haben uns noch nicht entdeckt. Anderweitig wird es sicher jede Menge Planeten geben, die einfach so mit Lebewesen bewohnt sind, die noch nicht durchs All reisen können. Oder allgemein nicht durchs All reisen können. Vielleicht haben wir ja in direkt der Nachbarschaft, jetzt mal in Anführungszeichen, in Weltraummaßstäben, einen Dinosaurierplaneten. Das wäre doch cool. Ein Planet voll mit Kreaturen, die aussehen wie die Dinosaurier. Oh, das wäre so hardcore. Ich fände das echt geil. Ein Planet voll mit Dinosauriern. Das hatte ich mir immer so ein bisschen bei Mass Effect gewünscht. Nicht nur Planeten, die stumpf leer sind oder halt riesige Städte drauf sind. Auch mal so ein wilder Dschungel mit wilden Tieren. Schade, dass sie sowas nie bei Mass Effect eingebaut haben. Bei apropos Mass Effect, jetzt wo ich hier die ganze Sache ja immer so aufnehme, zum Beispiel Witcher 3, da könnte ich ja auch nochmal Mass Effect spielen. Ach, Mass Effect ist schon schön. Könnte ich auch von so lustigen Umfragen machen, wie zum Beispiel in dem ersten Teil Mensch oder Asari? Wer Mass Effect kennt, der weiß, was ich meine. Schon Schaufelchen, den Rest schaffen wir hier noch, bevor es dunkel wird. Okay, es wird schon dunkel. Aber es sind noch keine Creeper da, die unser Feld kaputt machen. No! Memo an mich, Schaufeln machen. So. Oh, egal. Zurück zur Hütte. Hallo Schäfchen. Was machen die da? Geht weg von meinem Haus, Creeper. Geht da weg. Das soll ganz bleiben. Komm her. Putt.
Brauchen wir ein Skelett. Danke. Genau. Tötet euch gegenseitig. Ich bin Geralt von Minecraft. Monstertöter. Gute Nacht, ihr Prinzen und Prinzessinnen. Eisen hingetan. Ja. So, Bastelkiste. Aber. Mein schöner Strand. Ja. Was ist so ein blöder Versicherungsvertreter, wenn man ein Haus kaputt machen? Und du kommst raus aus dem Planschbecken, das ist Privatbesitz. Gebe doch nicht. Wo ist der? Da. Komm her. Na, du Frechdachs. Okay, zurück zur Baustelle. Sollte ich vielleicht mal für solche Sachen einfach mal auf Friendly stellen? Nee. Ohne Monster ist es nicht lustig genug. Boah, ey, da explodiert ein Creeper neben mir. Boah. Darauf erstmal noch ein Mettbrötchen. Na, Tinka? Gefällt dir der Karton? Ja, ich habe eine Katze, die heißt Tinka. Die nimmt gerade einen Karton auseinander. Viel Spaß dabei, Tinka. Oh, hat sich's Buddeln doch gelohnt. Ach, lecker Schneck. Jetzt muss ich mal überlegen, wie mache ich das am dürfsten? Am allerdürfsten. Nehmen wir das hier einfach mal als Eckstein.
bräuchten wir zum Beispiel einen Platz. Zwei für Kisten. Ein frei. Zwei für Kisten. Frei. Zwei für Kisten. Frei. Zwei für Kisten. Frei. Zwei für Kisten. Freiecke. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee, ich hätte gerne eine weiter. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stellen Kisten. Dann kommt hier quasi eine Kiste hin. Dann hier 1, 2. Hier, dann hier. Kommt hier quasi wieder eine Kiste gegen. Ich werde viele Kisten machen. Sehr, sehr viele Kisten. Weil wenn hier die Wand lang geht... nee, dann... Dann mache ich das lieber mit noch eins weiter. Und da dann die Eckwand lang... Gut, dass ich noch voll mit Erde bin. Nächster Stack. Hier geht's dann weiter. So. Hier eine Kiste gegen. Das sparen wir uns dann einfach mal aus. Oder ich mache eine richtig große Halle. Jetzt wird dann hier eine Kiste, zwei frei, hier eine Kiste, hier wieder dann. Dann 1, 2, 3, 4. Hier wird dann die Wand. Das heißt, damit haben wir dann die Grundmaße. Hier eins frei. Oder... Müsste ich das Ganze eins nur nach links versetzen? Oder? Nee. Ich mach Doppeltür, dann passt das perfekt. Dann ist das schön symmetrisch.
Dann muss ich hier noch eins weitermachen. Sollte ich besser gleich nach Hause gehen, bevor wieder da ein Haufen Creeper sitzen? Besser wär's wahrscheinlich. So, und hier die Ecke. Oder? Doch, ja. Okay. Flux zurück. Dann brauche ich jede Menge Stein und Schilder. Uiuiuiui. Gut, dass ich schon jede Menge Lehm habe. Dann muss ich mal eine Folge lang nach Lehmsuche gehen. Lehm und Kürbisse für Halloween. Gute Nacht, ihr Lords und Ladies. So, ein veganes Brötchen. Man wird auch gesund leben. Muss ich noch hier? Ah, perfekt. So, damit haben wir die Grundmauern. Kobbel, du kommst da nicht drauf. Du kommst hier nur als Grundmauer rein. Das werde ich noch eine Trillion Mal schaffen. Schiebung. Eindeutig Schiebung. Hä? Irgendwie ist das heute so ein bisschen laggy, aber macht nichts. So, tätä, die Grundmauern sind geschaffen. Jetzt den Boden ausheben. OMG. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Die Idee mit den Werkbänken als Boden, das habe ich noch im Kopf. Ich hätte irgendwie Lust drauf. Oder ich nehme halt die klassischen Planken. Oder ich nehme diese Fliesen. Weil die Fliesen sehen so kalt aus. Die können wir nehmen, wenn wir mal einen Burger King bauen. Hashtag Product Placement. Kauf bei Burger King, ich werde dafür nicht bezahlt.
Ja, ist richtig. Okay. Ba 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 ba